Servus. Ich grüße heute mal vom Flughafen in Frankfurt. Von dort fliegen wir gleich. Mein Vater ist auch dabei, der ruht noch etwas. Dann gleich nach Pristina. Pristina, die Hauptstadt von Kosovo. Und dort beginnt unsere eigentliche Reise. Wir fahren dann weiter ins Brolektiergebirge, so wird es auf jeden Fall geschrieben. Man sagt auch die albanischen Alpen. Und dort starten wir auf eine Trekkingtour, und zwar den Peaks of the Balkans. 12 Tage Trekking durch Kosovo, Montenegro und Albanien. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Und wir sind gut gelandet in Pristina in Kosovo. Ich hoffe, dass unser Gepäck das auch ist. Das müssen wir jetzt natürlich suchen. Und dann stoßen wir wahrscheinlich ziemlich gleich auf unsere Mitreisenden. Wir sind nämlich nicht allein unterwegs, sondern haben uns einer Gruppe vom DAV Summit Club angeschlossen. Das heißt, wir sind insgesamt 12 Leute mit 2 Führern, alles bestens durchorganisiert. Ja, und ich bin gespannt, wer alles so dabei ist und was uns erwarten wird. Wir sind angekommen für heute an unserer Unterkunft auf 1300 Metern Höhe ungefähr. Es sieht sehr urig aus hier, aber wunderschön. Dort hinten sind die Berge, oben ist unser Gästehaus. So, Tag 2, die erste Bergetappe steht an. Eigentlich soll es auf den Gipfel des Heila gehen mit 2403 Metern, aber es regnet wie die Sau und hat eigentlich erst später, so mittags irgendwann, Erleichterung versprochen. Wir warten trotzdem etwas, ob es etwas nachlässt, und irgendwann müssen wir los. Und dann wird entschieden, ob es über den Gipfel geht, was ich natürlich noch hoffe, oder eine etwas kürzere Runde, einfach zur Unterkunft, aber auch so ein bisschen über die Berge drüber. Ich hoffe das Beste, und ab morgen hat es dann übrigens richtig gutes Wetter gemeldet. Fliegt der erste Morgenstrahl durch das stille Nebeltal, rauscht erwachend Wald und Hügel, wer da fliegen kann, nimmt Flügel. Und sein Hüttlein in die Luft wirft der Mensch vor Lust und ruft, hat Gesang doch auch noch Schwingen, nun so will ich fröhlich singen. Hinaus, o Mensch, weit in die Welt, bangt dir das Herz in krankem Mut. Nichts ist so trüb in Nacht gestellt, der Morgen leicht macht's wieder gut. Wir sind auf dem Gipfel des Heila, 2403 Meter, und ja, es ist cool.
Denn mein Freund, du schaust die Spur an. Ich freu mich auf am ersten Moment, ich hält mir vor. Wenn ich von mir sind, kommen wir mir dort. Oh, wenn ich hier mit mein Freund, wo küsst mir auch an. È un cortillon dallo pass, en dallo pack, dallo pack, en dallo pack, en dallo pack, c'è ste vertezza, se sembra in sembra qui. Guten Morgen, Tag 3 startet Etappe 2. Wir sind jetzt erstmal ein Stück Asphaltstraße gefahren. Das wäre nicht so schön zu laufen gewesen. Sind jetzt 200 Höhenmeter ungefähr weiter oben auf 1500 noch irgendwas. Und Tagesziel heute ist Montenegro. Wir gehen über den Jelenka-Pass. 2272 Meter. Kommen vorher erstmal einen Bergsee vorbei und haben bestes Wetter. Ich glaube, das wird eine richtig gute Etappe. Angenehm. Jelenka-Pass, dem höchsten Punkt unserer Tour heute mit 2272 Metern. Wenn man da drüber schaut, da ist Montenegro, dort irgendwo unten ist unser Ziel. Auf dem Grat dort ist die Grenze zwischen Kosovo und Montenegro. Das heißt, der höhere Berg dort hinten ist im Kosovo, genauso wie das alles. Und natürlich auch das, wo wir herkommen. Dieses Tal dort, dort sind wir jetzt darauf. Einige hundert Höhenmeter. Guten Morgen, Tag 4, Etappe 3. Heute geht's in Montenegro auf den Gipfel vom Taljanga mit 2078 Metern. Thank you.
spielen. Nee. Oh. Nee. Doch. Und Tag 5 beginnt, Etappe 4. Unser Ziel heute, dort vorne zu sehen, der Arapi, das Matterhorn Albaniens wird er auch genannt. 2217 Meter und hat die höchste Steilwand in ganz Albanien mit über 900 Metern. Und dort geht es jetzt hoch. Sehr geil. Und er ist erreicht, der Arapi, das Matterhorn Albaniens, 2217 Meter. Und hier ist es einfach traumhaft. Tag 6 bzw. der 5. Wandertag und der wird eher gemütlich. Wir gehen ein bisschen in die Ortschaft, schauen uns die an, gehen etwas hoch zu einer Quelle, dort ein bisschen baden und so weiter. Und viel mehr gibt es heute nicht. Genießen! Thank you.
aber die sind ein bisschen empfindlich im Weg. Tag 7 heute, Wandertag Nummer 6. Für uns geht es heute ins Valpona-Tal. Dafür müssen wir erstmal über einen Pass drüber. Wir sind jetzt ungefähr auf 700 Höhenmetern, müssen rauf bis auf 1811 und auf der anderen Seite wieder absteigen. Das Wetter erwarten wir vom Allerfeinsten, beziehungsweise es soll knallheiß werden. Aber ich freue mich über die Sonne. Da unten ist der Pass, wo wir eigentlich hin wollten, die 1811 Meter. Ich habe mich irgendwie aus Versehen so ein bisschen verlaufen und bin jetzt 100 Höhenmeter weiter oben auf 1912 oder so. Ja, top Aussichtspunkt und gleich gehe ich aber wieder runter zu den anderen. Dort ist Mittagspause. Tag 8 heute, Wandertag 7. Wir würden eigentlich von Valpona ins Dörfchen Zerem wandern, über einen Pass drüber, der wieder etwas über 2000 Meter hoch ist. Allerdings, wir warten aufs Unwetter, sind jetzt noch in der Unterkunft, beziehungsweise das Unwetter hat den Pass anscheinend schon erreicht. Und deshalb gehen wir leider eine kleine Alternative, gehen etwas talabwärts. Der Bus hilft weiter ein kleines Stück und dann wandern wir den Rest zur Unterkunft. Ja, schade, aber da steckt man nicht drin, so ist es halt manchmal mit dem Wetter. Und der 9. Reisetag hat begonnen. Wir hatten einen wunderbaren Abend, zwar ohne Strom, ohne Internet, dafür mit bestem Essen, Lagerfeuer und Sternenhimmel. Also war echt wunderbar. Und heute geht es weiter zu einer Schäferalm nach Dobberdol. Ich hoffe, das Wetter hält. Es sieht noch vielversprechend aus. Und wahrscheinlich wird es dort ähnlich urig.
Loch hier zu machen, das Wasser. Ja, dann aufmachen. Was nehmen, ich nehme was gleich. Und dann wieder, wenn man das so macht, wieder das aufmachen. Tag 10 der Reise und tatsächlich schon der letzte Wandertag. Wieder eine Nacht ohne Strom, ohne Internet, aber wunderbar. Schaut sich nochmal an. Ja, heute geht es zurück in den Kosovo. Wir gehen hoch auf einen Sattel auf knapp 2500 Metern. Und wenn alles gut geht, wettertechnisch und so weiter, dann besteigen wir heute auch noch den höchsten Berg des Kosovos mit 2600, ich glaube 54. Ich müsste nochmal nachschauen, ich blende es unten ein. Und ja, ich hoffe, es klappt. Und angekommen, der höchste Berg vom Kosovo, 2656 Meter. Ich habe den Namen vergessen. Und angekommen, der höchste Berg vom Kosovo, 2656 Meter, Ceravica heißt er. Und ja, da oben ist blauer Himmel sogar. Wir stoßen an den Gipfel Kosovos, an deutsche Gruppe. Ole! Berg heil! Es ist glatt alles und es ist alles mit Berg. Sieht gerade alles weg. Hier kann man nichts sehen, aber ein bisschen. Wir sind von da angefangen, eher sind über Montenegro gegangen, eine Runde gemacht, dann nach Pet, da ist Valbona, dann kommt Cerem, Dobrdol, Ceravica, Kosovo und hier in Ceravica. Thank you.
Guten Morgen! Der letzte Tag vor unserer Abreise und der startet etwas anders, etwas moderner. Wir hatten tatsächlich Strom, wir hatten Internet, wir hatten ein sehr gutes Abendessen. Wobei wir das eigentlich jeden Tag hatten, aber diesmal war es halt ein bisschen was anderes in einem schicken Hotel. Wir sind gestern nach der Tour von Geländewegen abgeholt worden, nach Tschakowa gefahren und dort starten wir heute. Heute gibt es keine Wanderung mehr, sondern etwas Kultur. Wir besichtigen eine Moschee, wir gehen zu einem Winzer unter anderem und schauen uns dann die nächste Stadt noch an. Und der allerletzte Tag hat begonnen. Heute leider nur ein Abreisetag. Wir frühstücken dann noch, dann geht es weiter zum Flughafen und ab nach Hause. Ja, es war eine wunderschöne Reise. Ich werde ganz, ganz viele tolle Eindrücke mit nach Hause nehmen. Es hat mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Anschauen von meinem Video. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!